Volleypass. Rothenbach. Nächster guter Ballgewinn. Diesmal von Bruns. St. Pauli kämpft sich hier rein. Hinten ist Evers ziemlich blank. Und dann ist er drin. Hamburg. Carsten Rothenbach bringt den FC St. Pauli in Führung. Der ist ja ein offensiv starker Außenverteidiger, aber dass der da so alleine auftaucht, das ist eine super Flanke von Bruns. Evers und dann natürlich Glück, dass Rothenbach der Ball so vor die Füße fällt. Feli hat keinen Plan, wo er da hin muss. Abgefälscht von Rukavina, das passiert dann natürlich auch. Und gegen die Laufrichtung von Gábor Kiraj, als wäre dieser Carsten Rothenbach ein ausgebildeter Stürmer. So verhält er sich da am gegnerischen 5-Meter-Raum. Kleine Schläfrigkeitsphase der Münchner Löwen geht es zu notieren für Ewald Lienen. Gunisch. Gut gemacht. Hose hat hinten. Naki, der bringt ihn nochmal gefährlich. Tor! Marius Evers. Oh, und ist der Gábor Kiraj sauer. Zustimmendes Nicken auch bei Jörg Pilawa. Da kann man sich mal eins ins Fäustchen lachen. Vorentscheid die Szene hier auf der linken Münchner Abwehrseite. Das ist super vorbereitet von Kruse. Naki gibt alles, dass der Ball noch drin bleibt. Kiraj hat es da wahrlich nicht einfach, den irgendwie zu stoppen und aufzuhalten. Das ist unheimlich schwer, kommt gegen die Laufrichtung. Deswegen kein größerer Vorwurf an ihn. Und Rukavina ist einfach gedanklich nicht so auf Zack wie Marius Evers. Er ist Mittelstürmer von Geburt an und deswegen macht er den da aus 32 cm mal ganz locker rein. Fünftes Saisontor für Evers. Der hat Lauf. Sein erstes Tor vor eigenem Publikum in dieser Saison. Bisher immer nur auswärts getroffen. Ja, und da muss man sich eigentlich gar nicht verstecken. Lust mit Lustig. Also kein Hurra-Fußball mehr. Aber zu siegen reicht es trotzdem noch. Und diesen Pauli-Sieg können sich wie alle anderen Zweitligaspiele in der Zusammenfassung auf Sky.de anschauen. Das wissen Sie. Und ob in dieser Zusammenfassung dann noch ein bisschen mehr von 60 zu sehen ist, werden jetzt die letzten Augenblicke dieser Partie zeigen. Nochmal eine Ecke. Irgendwie noch Gefahr aufbeschwören. Ist er zwingen? Nein! Und dann ist der Anschluss da. Plötzlich Spannung am Millern-Tor. So ehrlich muss man sein, die Bemühungen von 1860 fruchten und es gibt noch das 1:2 durch Mlapa. Gunesch bringt den Ball nicht weg, rutscht aus. Das war das, was man beschworen hat. Ja, und Sakko. Nun auch kein Verteidiger, der steht normalerweise auf der anderen Seite irgendwo in der Nähe der Torlinie. Da ist dann das Glück für 60 wirklich mal da. Irgendwie reingewurschtelt, durch die Beine weggerutscht und dann rein das Teil. Warum denn auch nicht? Zählt genauso. So, und das wird jetzt nochmal eng. Das wird eine heiße Nachspielzeit und werden nochmal wütende Angriffe der Münchner Löwen werden. Aber stattdessen kommt da Pauli. Naki, Gunisch rechts mit. Geht nicht, muss er alleine machen. Naki, Spiel auf weiter. Naki! Klappe zu, Affe Tobs. 3:1 Pauli. Die Entscheidung für die Kiezkicker. Das geht doch eigentlich gar nicht. Da will 60 auf den Ausgleich drängen. Und dann fangen die sich hier so einen Konter. Hoffmann kann den nur mit der Hacke abwehren. Feli kommt nicht hinterher.
Wollen sie ihn auch noch festhalten? Tja, weiß nicht, ob das die beste Idee war vom Löwenkapitän, da die Hacke zu nehmen. Gut, lässt sich im Nachhinein leicht sagen. Fakt ist, das musst du aggressiver verteidigen gegen so einen schnellen Mann wie Dennis Naki. Der erzielt hier sein zweites Saisontor. An dem werden sie noch Spaß haben. Und nächste Woche ja auch die deutsche U21-Nationalmannschaft. Da wird er in den kommenden Testspielen mitwirken und vielleicht auch wieder treffen. Hat er ja bei seinem Debütspiel gegen San Marino gleich ein Tor erzielt.